Oh, hey, na, ihr seid ja wieder da. Schön. Diesmal reden wir über Kriebstein. Und genau genommen über mal wieder nicht ganz so geiles Wetter. Aber ihr werdet es ja sehen. Roll the Intro. Ein einsamer Montagabend. Der Himmel teilweise bedeckt. Eine leichte Bewölkung. Ein leichter Dunst in der Luft. Der Mann ist arbeiten. Also bin ich ins Auto gestiegen und losgefahren. Ich wusste, dass diese Burg gar nicht so weit weg ist von uns zu Hause. Also 20 Minuten Fahrtweg war ich da. Und in dieser Zeit ist natürlich der Himmel wunderbar zugezogen. Ich habe geplant, zum Sonnenuntergang ein bisschen Nichtstimmung zu fotografieren. Die Burg selbst liegt so ein bisschen in so einer kleinen Senke. Es ist auch kein Sonnenaufgangsspot, sondern halt eher Sonnenuntergang. Und ja, so wie ich da war, war natürlich dann der Himmel zu. Ich habe noch die letzten Sonnenstrahlen erhaschen können und dann war das Spektakel schon wieder vorbei. Lange Rede, kurzer Sinn. Mittels Photoshop habe ich noch ein bisschen was rausholen können. Aber für alle, die dort auch mal hin wollen, ich kann euch empfehlen, nehmt eine längere Brennweite mit. Also irgendwas so zwischen 50, 80, 70. Mit einem Weitwinkel kommt ihr dort nicht besonders weit. Es sei denn, ihr seid direkt unten an der Burg. Es gibt aber auch einen Aussichtspunkt, wo man diesen Ausschnitt halt hat. Wir blenden jetzt noch mal etwas größer ein. Und da gehört auch keine Kletterei und so weiter dazu. Das ist echt cool bei dem Spot. Man kann an der Straße rechts ranfahren. Man hat dort wirklich so eine kleine Parkbucht. Man läuft 2 Minuten, wenn überhaupt, wenn man langsam läuft, 2 Minuten und steht dann halt an einer Felsklippe, an einem Felsvorsprung und hat halt wirklich den Blick auf die Burg nach unten. Sehr malerisch, sehr hübsch, aber halt wirklich nur der eine Spot. Das heißt, wer jetzt stundenlange Anfahrt hat, sollte sich wirklich überlegen, noch andere Sachen in der Nähe aufzugreifen und zu fotografieren oder halt wirklich direkt auch einmal nach unten zu gehen zur Burg. Dort sind wir auch schon gewesen. Da können wir auch noch ein paar Fotos mit einblenden, die sind halt schon etwas älter. Die sind halt nicht die aktuellsten. Gut, ein Jahr vielleicht. Genau. Ansonsten, wie das Wetter hier in Mittelsachsen so ist, es ist nie so, wie es sein soll. In dem Moment war es halt wirklich so ein bisschen. Ich konnte nur einmal noch so ein bisschen blauen Himmel mit fotografieren, zumindest ist ein kleines Stückchen blauen Himmel, wo dann auch die Sonne sich noch so ein bisschen mit drin gespiegelt hat oder mit reingeleuchtet hat. Der Sonnenuntergang dort findet circa eine Stunde eher statt, einfach weil die Sonne dann hinter den Felsvorsprüngen verschwindet, ne? Hinter der, da ist Burg im Tal, ringsherum halt Fels hoch. Es ist halt so, dass der Sonnenuntergang dann halt nicht wie in dem Falle Punkt 17 Uhr war, sondern halt irgendwas mit kurz nach 16 Uhr. Muss man natürlich auch mit einrechnen, wenn man irgendwo hinfährt und man weiß, man fotografiert ins Tal. Dann gut eine Stunde eher da sein. Ja, was gibt's noch zu sagen? Es war ein schöner Herbsttag. Es war ganz hübsch. Und ich habe dann noch mal ein bisschen gewartet, um halt zu gucken, ob sich noch was tut, ob doch noch mal ein bisschen der Himmel aufreißt, aber es sah eher aus, als würde es jeden Moment anfangen wollen mit Regnen. Und da habe ich mir dann auch gesagt, okay, ich packe die Sachen, ich fahre zurück, hol den Mann von Arbeit ab und wir trinken den Kakao. So viel zum fotografischen Ausflug. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder mit einem neuen gelikten, geteilten und kommentierten Video eurerseits. Ciao!